So Leute, einen schönen guten Tag. Willkommen hier im Train Simulator auf SimChat, YouTube und los geht's. Hallo Lokführer, wir haben gerade die Erlaubnis erhalten, zu Kansas Subdivision weiterzufahren. Wir werden heute Nachmittag über diese Linie ganz bis nach Topeka fahren. Sie müssen einige Weichen stellen, bevor wir den Rangierbahnhof verlassen. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So, hier ist der Train. Ich habe natürlich vorher wieder gar nicht geübt. Kann also sein, dass wir uns das zurechtschnibbeln. Halten Sie hier. Wo sind wir? Ah, wir sind hier. Gut, dann geht's in die Richtung. Dann schauen wir mal. Wir fahren hier raus. Ja. Sieht gut aus. Und dann, sieht eigentlich auch gut aus. Ja, jetzt schon die erste Frage. Halten Sie ein Nebengleis 01? Ja, jetzt ist schon die Frage, wo ist das gute Nebengleis 01? Hier ist Nebengleis 01. Ne, 02. Ha! Das gute 1. Das ist es auch nicht. P, was ist das? Parken. Ja, gute Frage. Ja, also, Nebengleis 01. Ja, Nebengleis 01. Wo ist das denn, das Nebengleis 01? Also nochmal, wir fahren hier raus. Ja. Sind wir vielleicht schon auf Nebengleis 01? Wäre das die Möglichkeit? Jo, wir fahren erstmal hier raus. Einige Weichen umstellen. Tja. Und da würde ich sagen, an der Stelle mach schon mal den ersten Cut. So Bis Leute, gleich. alles klar. Ich habe mal dieses hier umgelegt, weil ich im Video gesehen habe, dass man das umlegen soll. Und so ist es jetzt, würde ich sagen. Geben wir Gas. Beziehungsweise, was kann man hier noch anmachen? Ja, gar nichts, oder? Ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, viel kann man hier gar nicht anmachen. Alles wie immer. Und oh, krass, man hört. Ja, man hört auf jeden Fall. Man hört auf jeden Fall Funk, habe ich gerade gehört. Ja, und dann fahren wir los hier. Nicht zu schnell und hoffentlich auch nicht zu langsam, meine Freunde. So, ah, guck mal, das ist hier direkt die nächste Aufgabe. Einfach darüber fahren. Oder was heißt einfach? Es wird eine lange Fahrt, so viel ist mal klar. Werden viele Parts geben. Aber passt schon. So, nicht zu schnell. Dann habe ich vom guten Simon aus der Schweiz, dem Lokführerkollegen, Grüße an der Stelle, auch den Tipp bekommen, nicht zu hart hier anzufahren. Oh, guck mal, wir haben sogar hinten eine Lok, falls wir nochmal in die andere Richtung fahren müssen. Und hier links der Verkehr, ja, einfach schön. So, und dann schauen wir mal, wir haben ja schon ordentlich was dran hinten. Und dann geben wir mal weiter Gas und dann schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Wie gesagt, das ist hier keine kleine, feine Rangierlok mehr. Man sieht schon an den Armaturen, das ist schon richtig eine für weitere Strecken. Natürlich auch nicht das beste Super-Sondermodell, aber läuft schon ganz gut die Kiste. So, schönen Sound hier. Man hört, wie er Gas gibt. Maximum Speed 70 mph. So hört man im Hintergrund, man hört hier Funksounds, das ist ja auch geil. Also das heißt, man fährt hier lang und hat schön, wie bei X-Plane, wenn man sich noch die Software dazu installiert, so Funk im Hintergrund und bei Microsoft Flight Simulator ist das sogar schon von Haus aus. Also das finde ich ja sehr geil, muss ich sagen.
So, und dann, ich weiß noch nicht genau, wie weit wir fahren, bevor wir den nächsten Cut machen, wie gesagt. Mal schauen, ob das jetzt hier richtig ist, sonst muss ich nochmal nachträglich cutten, aber wir fahren hier rein und dann hier und dann hier. Ja, und laut Video passt es dann. Laut dem Beispielvideo, das ich mir angeschaut habe, aber man weiß ja nie, nicht wahr? Man weiß ja nie. So, Achtung. Da ist auf jeden Fall schon mal grün, das ist gut. So, was ist hier? Und da hängt was, okay. Naja, von mir aus. Ja, und jetzt, ach, keine Ahnung. Wird's spannend, würde ich fast behaupten. Oh, warum sind die Bremse, warum war die Bremse eigentlich noch an? Weil ich wahrscheinlich wieder unvorsichtig war. Okay, so, ich vertraue dem Video, das ich gesehen habe. Und langsam, aber sicher rollt hier der gute Güterzug mit ordentlich Containern drauf seinem Ziel weiter entgegen. Also da hinten ist die Brücke, wenn wir bis dahin schon mal kommen, wäre ganz gut. Da können wir dann direkt den nächsten Cut machen. Ja, wie gesagt, wenn wir bis dahin kommen. So, ich hoffe heute auf jeden Fall, mein Mikro ist an. Ich habe es jetzt tatsächlich diesmal gar nicht vorher in der Aufnahmesoftware gecheckt, aber im Normalfall soll das gehen. Ich wollte es mir aber eigentlich angewöhnen, nachdem ich hier im letzten Video... Okay, das komische Spitzensignal hier ist auch schon an. Also wir haben ja den Zug hier übernommen, abfahrbereit. Und da laufen schon die Motoren und alles schon angehängt und bereitgestellt. Und wir haben jetzt den Luxus und müssen eigentlich nur noch da lang fahren. Und wie man sieht auch, dass ja, das Spitzensignal... Oh, wir sind sogar zu zweit. Wer hätte das gedacht? Das wusste ich zum Beispiel auch nicht so. Doppelbesetzung hier, okay. Gut zu wissen, für eine längere Fahrt fährt man zweimal. Na dann. Naja, auf jeden Fall das Spitzensignal oder Abblendlicht ist auch an. Super. So, da drüben sitzt er. Naja, also wenn man drin ist, sieht man es nicht, aber müsst ihr euch dazu denken, was auch immer der Typ da drüben macht. Irgendwas ganz Wichtiges bestimmt. So, da vorne ist dann auch grün. Was sagt die Uhrzeit? 12.41 Uhr. Gut, da müssen wir ja noch nicht zu doll das Licht anmachen. So, dann hier nach rechts rüber. Was ist das? Das ist gelb. Ich glaube, das ist okay. So, da kommt ein Bahnübergang. Oh, hier auch die Hupe. Eine ganz andere. Oh, schaut mal, der Megatrain hier. Das nenne ich Cargo as its best. So, nochmal hier hupen. Oh, ist auch geil, dass der hier einen ganz anderen Sound hat. Gefällt mir. So, ich weiß nicht. Das ist... Gelb ist es. Und hier guckt man auch eine ganz andere Hupe. Eine ganz andere Bremse sehe ich. Die bremst ja hier so stufenlos. Also das... was? Nein, nein, ich wollte hier die Sicht verändern, danke. So, schauen wir mal. Gelb heißt ja meistens was Gutes. Ich hoffe in dem Fall auch. Ja, okay, das Gelb ist auf Rot, also sollte auch okay sein. Und dann... Ich weiß jetzt nicht, hier sind ja automatisch geschaltet, auf die habe ich ja im Normalfall jetzt gar keinen Einfluss mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt alles passt. Da drüben scheint keiner zu kommen. Boah, was ein Megatrain. Ja, also ist schon ein anderer Zug, hat eine andere Hupe, hat wahrscheinlich ein bisschen andere Power vom Motor her und hat, wie man sieht, auch eine andere Bremse und sieht natürlich auch anders aus und wie es der Zufall so will, ist hier hinten auch noch mal was drauf und hier hinten sitzen auch noch mal zwei. Echt? Also heißt es, die geben hier hinten auch noch mal Gas, dass wir hier dieses krasse, schwere Gewicht da wirklich in Schwung, in Wallung bringen können. Scheint so. So, wir müssen dann mal gucken, dass wir hier mal irgendwo quicksaven. Bis jetzt geht's ja hier noch relativ gut. So, da kommt auch keiner. Das ist super. Oh, erst gehst Kaffee holen. Ja, klar. Okay, so, unser Kollege geht Kaffee holen. Super, so nicht zu schnell jetzt. Und, ja, mal schauen. Also,
fühle mich bei dem Spiel noch nicht sicher, weil ich halt absoluter Zugneuling bin, aber für den Augenblick sieht es auf jeden Fall dufte aus, tatsächlich. Und wir haben, so wie es aussieht, auch nur ein Ziel. Wir müssen da rüberfahren und dann da drüben auf dem Nebengleis 1 parken. Das wird wahrscheinlich nochmal eine kleine Schwierigkeit, da dann das Nebengleis 1 zu treffen und da sich perfekt hinzustellen, aber dazu später mehr. Und ja, dann rollen wir uns unserem Ziel mal hier entgegen, weiter und weiter. So, ich muss mir dann auf jeden Fall gleich nochmal den nächsten Kaffee machen, wenn das hier gut geht. So, also wie gesagt, da müssen wir hin. Und hier hinten sind wir. Und jetzt geht's ja erstmal, glaube ich, nur geradeaus, aber das Game wird bestimmt noch die ein oder andere Überraschung für mich parat haben. Allerdings im Moment noch kein Plan. Deswegen fahren wir erstmal weiter. Auch an die Bremse hier muss ich mich erstmal gewöhnen. Das ist ja so, wie gesagt, so eine, ich nenne es jetzt mal stufenlose. Ob das wirklich stufenlos ist, keine Ahnung. Aber ja, so ähnlich. So hier dieses Bürgerschild kennen wir auch. Und auch die Brücke kennen wir und auch den Rangierbahnhof, von dem wir gerade gestartet sind. Das ist auch kein Unbekannter. Auf jeden Fall schaut euch mal den leckeren Burger hier an. Ich will euch ja nicht dazu verleiten, Burger zu essen, aber köstlich. So, weiter. Weiter, weiter, weiter geht's. So, da ist wieder ein Bahnübergang. Oder so ein halber, so kleiner. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier gleich mal einen schönen Cut. Ja, so ein kleiner Bahnübergang, so nochmal dezent darauf hingewiesen, dass ja hier der krasse Train kommt. Oh, wir sind zu schnell. So, mal die Bremse rausgehauen. Mal sehen, was die hier so taugt. Kann man sich ja direkt mal reinbremsen. So, jetzt scheinen sie mal ein bisschen zu starten, aber ganz dezent. Und ah, man muss die einmal runterdrücken, dann flippt die so nochmal hoch auf 17%, wahrscheinlich so eine Art Sicherheitsmechanismus, und dann zischt die und release. Ja, gut, meinetwegen, meine Freunde. So, dann würde ich fast sagen, wir haben hier den zweiten und sozusagen den ersten Part im Kasten. Hier ist jetzt die Frage, das Gelbe leuchtet, glaube ich, für uns. Und dann würde ich sagen, an der Stelle ein kleiner Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis so, Leute, da bin ich wieder. Ja, da würde ich sagen, fahren wir direkt hier weiter und nehmen die nächste Folge auf. Was wir ja in dem Moment jetzt quasi auch schon tun. So, ganz easy. Und ich muss irgendwo mal, ups, eine Möglichkeit finden zum Zwischenspeichern. So, das hat auch gut geklappt. Die Bremse, die liegt mir scheinbar ganz gut, zumindest wenn es darum geht, locker anzubremsen. Ja, und dann fahren wir hier mal weiter. Also das Gelb heißt hier für uns wahrscheinlich alles gut. Wir können hier lang fahren. Was wir jetzt auch tun. So, okay, das hat auch, glaube ich, geklappt. Ist auf jeden Fall gelb und nicht mehr rot. Also andersrum, es ist jetzt rot und nicht mehr gelb. Und gelb heißt ja, glaube ich, dass wir da einfach durchfahren können. Ja, und ich merke schon, es wird Zeit für meinen zweiten Kaffee hier. Ups, nicht wieder zu schnell. Oh, jetzt dürfen wir 40 fahren, alles klar. Ja, das wundert mich ja ein bisschen, vor allem weil ja wir jetzt gleich hier hoffentlich das Gleis auch wechseln. So, nochmal gerade hier hinten gucken. Schön, hier hinten ist auch alles in Ordnung. Wie sieht es hier vorne aus? Ja, sieht auch gut aus. Und dann wechseln wir mal das Gleis.
Hört mal, da geben sogar hier hinten die... Wir haben hier drei dran. Kann das sein? Eins, zwei, drei? Nee, das sind zwei, oder? Ja, auf jeden Fall geben die da hinten auch ordentlich Gas. So, jetzt hier rechts rüber. Guten Tag, Kollege. Alles klar bei Ihnen. Sehr schön. So, moin Meister. Danke, dass Sie warten. Und ja, der hat hier auch gut was drauf. Wir haben so Container drauf und der hat hier irgendwie, wie nennt man den, normaler Güteranhänger mit Seitenwandöffnung oder so drauf. Keine Ahnung. So, da wollen wir den mal nicht zu lange warten lassen, den guten Herr. Hier links ein schöner Lake oder Fluss, River. Auf jeden Fall sehr idyllisch hier in Kansas. Schön, alles sehr herbstmäßig. Sieht auch sehr schön aus, gefällt mir gut. So, hier auch soweit. Ja, da klappert es und ratscht es. So, hier sind schon von 40 runter auf 30. Okay, also wie gesagt, hier soweit auch alles okay. So, hier vorne, ja. Wenn man die Kamera switcht von vorne nach hinten, dann ruckelt es einen Moment. Wenn man dann von hinten nach vorne kommt, habe ich das Gefühl, ruckelt es auch einen Moment. Aber solange hier nichts abstürzt, kein Problem. So, wie gesagt, da muss er noch ein bisschen warten. Schaut mal, der Rest vom Zug hier, der ist noch komplett auf der anderen Seite. Also, da steht er mit Licht hinten. Finde ich auch gut. Oh, da müssen wir natürlich mal sicherheitshalber Hallo sagen. Nicht, dass hier einer rüberfährt. Einfach so. Ja, und da vorne müsste dann irgendwann ein, also es dauert noch einen Moment, aber müsste dann jetzt bald ein Bahnhof kommen. Und da würde ich sagen, halten wir dann mal ganz kurz an und speichern mal ab und dann cutten wir da auch den nächsten Part rein. Denn erstens, ja, ich muss mir kurz mal einen Kaffee holen und zweitens, ja, ich habe noch ein bisschen was im Real Life zu tun, aber ich werde auf jeden Fall den einen oder anderen Part noch aufnehmen, wenn mir nichts dazwischen kommt. Und dann, ja, release ich das entweder wie in dem ersten Train Simulator Video in mehrere Parts oder ich schneide die Parts als ein Video zusammen, ganz, ganz professionell wie ein echter YouTube Let's Player. Ja, wobei das in einzelnen Parts hochladen ja auch durchaus Sinn macht und nicht, ja, nicht schlecht ist und das natürlich auch manche Leute tun. So, hier, da bimmelt's, der Bahnübergang ist unten gut. Ich bin der Meinung, hier ist aber auch schon mal vorbeigekommen, wahrscheinlich. Ja, und dann Gas geben. Und dann einfach mal genießen, zurücklehnen, die Sonne reinlassen, die Diesel-Power rauslassen. So muss das sein, der gute Intermodal hier, SD70 Ace. Ich bezweifle zwar, dass das Ace heißen soll, aber auf jeden Fall hier schon eine Maschine, eine Lokomotive für die längeren Fahrten. Nicht nur zum plumpen Rumrangieren und kurze Strecken zurücklegen. Nein, das Ding hier, das Baby, das ist für den längeren Einsatz gedacht. Oh yeah. So. Und nicht anders ist das nämlich. Da, 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 da. So, also da vorne. Oh, wartet mal. Ist das hier rot? Ne, ist nicht rot, ist grün. Aber da wollten wir ja dann eh mal halten. So, da vorne ist auch wieder ein Bahnübergang. So, hier ist grün, hier ist grün. Ich dachte erst, ist das rot, aber boah, glücklicherweise doch nicht. So, da hinter dem Bahnübergang werden wir dann mal anhalten. So, jetzt ist rot. Okay, dann passt das auch. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Wie gesagt, jetzt nur zwischenspeichern, sonst... So, da links haben schon ein paar Leute geparkt. Hier rechts, ja, ist auch viel los bei diesem Einkaufszentrum da. Das sieht auch aus wie eine Fastfood-Bude.
So, alles klar, dann gucken wir mal, wie sieht's hinten aus. Oh, da sind wir schon über den Bahnübergang drüber. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Nee, das war ein anderer Bahnübergang. Mann, 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 was für einen langen, schweren Zug wir hier haben. So, da hinten kommt schon der nächste Bahnübergang. Ja, dann wird's mit dem Anhalten hier schwierig. Weil da müssen wir aber noch ein Stückchen weiterfahren. So wie es aussieht. Wie sieht's mit dem Kraftstoff aus? Läuft. So, 60 darf ich fahren, also eigentlich alles voll in Ordnung. Boah, hört mal, wie die Maschinen hier hochzischen. Auch super. Okay, Schranke unten, Schranke unten. Leute im Einkaufszentrum und hier am Arbeiten. Und da bimmelt der Bahnübergang. So, hier vorne würde ich sagen, ist doch ein gutes Plätzchen, um anzuhalten. Tja, wir sind hier nicht mal bei dem zweiten Bahnübergang, oder? Nee, ich glaube fast nicht. Also geschweige denn bei dem dritten. Ist der Zug hier wirklich so lange? Das ist ja heftig. Könnte aber schon durchaus, sage ich mal, wenn man sich das mal anschaut, da hinten ist kein Ende zu sehen. Also könnte schon durchaus im Bereich des Möglichen sein. So, dann haben wir uns hier mal den Funk an. Vielleicht funken die ja irgendwas Wichtiges. Airbrakes, ja, also wie bei einem Lastkraftwagen oder Nutzfahrzeugen benutzen sie hier auch Luft zum Bremsen. Und ich nehme mal an, aus denselben Gründen wie bei Nutzfahrzeugen, aus denselben Gründen. Wobei ich weiß gar nicht, ob das bei allen Nutzfahrzeugen ist. Nur bei Lastkraftwagen ja eigentlich und ich glaube bei Bussen. Aber ja. Ja, da rollen wir jetzt tatsächlich noch weiter, Ladies and Gentlemen. Ja, mit einem schönen Zischen. So, der nächste Bahnübergang und dann können wir ja vielleicht mal sanft auf die Bremse treten. Hier kommt schon wieder einer. Okay, das wird also nicht easy mit dem Speichern. Ich möchte auch nicht mitten auf dem Bahnübergang speichern. Und ich möchte vor allem auch nicht, so ist gelb, ist grün, möchte vor allem auch nicht aufs Speichern verzichten hier, meine Freunde. Warum, für was ist das Rote hier eigentlich? So, das wird rot, okay, alles klar. Da vorne, das ist ja wahrscheinlich, hoffentlich, auch richtig eingestellt alles. Also hier habe ich jetzt ohnehin keinen Einfluss drauf. Das ist ein elektronisch gesteuerter vom Tower aus, wie ich immer sage. Und wie sieht es hier vorne aus? Das sieht man natürlich nicht. Könnte grün sein. Da ist gar nichts. Okay, dann sollten wir eigentlich auch hier langfahren dürfen. Ja, vielleicht können wir jetzt mal hier ganz kurz irgendwie stehen bleiben. Ja, wenn wir dann irgendwann mal an den ganzen Bahnübergängen vorbeigekommen sind. Was da zumindest vorne raus noch ein bisschen dauert. Ja, schon echt ein langes Teil. So, hier rechts sind die Straßen wie leergefegt. Ach nee, da vorne sind PKWs. Okay, Leute, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, man sieht es ja hier rechts, ne? Noch, immer noch fast 60 Meilen. Das dauert also noch ein bisschen. So, wir würden dann hier gleich mal... Oh, da kommt der nächste Zug. Oh, da kommt ein Kollege entgegen. Alles klar. Also auf jeden Fall mal zwischenspeichern. Sicher ist sicher. Schön. Der hat auch viele tolle Köstlichkeiten dabei. So, das war dann, glaube ich, der letzte Bahnübergang. Da kommt auf jeden Fall schon der Zug entgegen. Ja, da würde ich sagen, hauen wir mal kurz leicht auf die Bremse. So, jetzt wird ja nicht so schlimm sein, wenn ich hier mal ganz kurz runterbremse, oder?
Einfach um hier einen Cut zu setzen und halt. Oh. Ja, möglichst vor diesem nächsten Bahnübergang, so dann können wir jetzt auch mal die Bremsen voll auf ihre Funktionalität hin ausprobieren. So, jetzt noch mal kurz rollen lassen, aber hält schon an, wundervoll. Gut, dann einmal gesaved und dann einmal einen Cut gemacht bis zur nächsten Folge. So, meine Freunde, weiter geht die Reise hier. Jetzt ist ja auch schon richtig was los auf den Straßen. Fein. So, nochmal dezent auf die Hupe gedrückt, damit die Leute auch wissen, was abgeht. Und dann geht's hier weiter. Ja, bis das Ding hier in Schwung kommt, dauert. Ihr erinnert euch, in einer der letzten Folgen haben wir hier links rumrangiert, da Sachen reingedrückt und da hinten und hier erstmal angehalten und dann, ja, so wie man das halt macht, unter ganz professionellen Bedingungen. Und so wie es aussieht, hat das hier jetzt ein Kollege übernommen, während wir halt hier diesen langen Güterzug ans Ziel bringen. Ja, auch schön zu sehen. Der hier ist wahrscheinlich gerade mehr oder weniger am Rangieren und wir am Flanieren. Und zwar flanieren wir rüber nach Topeka, Rangierbahnhof neben Gleis 01. Wer hätte das gedacht? So, hoffentlich machen wir das sehr erfolgreich. So, da vorne ist wieder ein Bahnübergang. Also, Hupe gezündet. Ja, hat so einen schönen schönen angenehmen Verkehrszug-Sound. So, da bimmelt es auch wundervoll. Lassen wir das mal bimmeln. So, jetzt sind wir hier auf 40, 70 dürfen wir fahren. Wobei 40 fühlt sich schon richtig schwer an. Also richtig schnell an, weil der Zug ja so schwer ist und alles. Gut. Aber, ja, geht noch. Und ihr erinnert euch, im Führerhaus steht ja Maximum 70 und 70 dürfen wir tatsächlich auch fahren. Das ist supi. Aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich bin auch... So, wie sieht es da vorne aus? Ist auch grün. Grün, so muss es sein. Und so ist es auch. Und von daher würde ich sagen, ist das auch gut so, wie es ist. Ja, und da waren es sogar nur noch 57 Meilen. So, dann schauen wir mal, was da hinten abgeht. Wieder ein Bahnübergang. Wer hätte das gedacht? So, dezent mal anklingeln hier.
Aber man sieht ja schon, ja, da bimmelt's und die Schranke ist unten. Also auch hier kein Problem, glücklicherweise. Ja, und dann fahren wir weiter. Da vorne kommt schon der nächste Bahnübergang. Ist das die Möglichkeit? Ja, sieht stark danach aus. So, hier dürfen wir 60 fahren. Gut, dass ich mal ein Auge drauf habe, aber wir wollen die Kiste ja eh nicht ausreizen. Schaut mal, wie viel Load wir da hinten drauf haben. So, hier auch eine schöne Kleinstadt. Macht bestimmt auch Spaß, da so idyllisch in so einem Häuslein zu leben und zu wohnen. Alles cool. So, und noch ein Bahnübergang. Auch nicht schlecht. Auch wieder mit Ampeln, da fühlt man sich sicher. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass keiner über die Ampel, über den Bahnübergang rast mit seinem PKW, wenn man da gerade selber zugange ist. So, die nächste Brücke, die sollten wir wohl auch mehr oder weniger problemlos passieren können. Ah, da tuckert schön der Eisenbahn-Sound, wie wir da über die Brücke drüber gefahren sind. Ja, da kommt noch ein Bahnübergang. Ja, ich habe das Gefühl, die Strecke hier, sie lebt von Bahnübergängen. So, diesmal keine Schranken, also gar nicht so verkehrt, dass wir hier auch schön das Horn angedrückt haben. So. Ja, unglaublich aber wahr, selbst der Train Simulator, der ja jetzt, würde ich mal sagen, nicht mehr, also nicht State of the Art ist, was die Grafik Engine und so anbetrifft, schafft es hier ein bisschen zu laggen. Da sehe ich halt auch wieder deutlich, ich brauche mal einen neuen Gaming-PC, aber man muss sagen, auch mit so einer oldschooligen Grafik kann man halt einfach, wenn man sich die Mühe macht, schöne Texturen und 3D-Objekte baut und die halt auch realistisch ambitioniert platziert, eine erstklassige Atmosphäre wie im echten Leben darzustellen und herzustellen. Deswegen, es muss nicht unbedingt immer eine Top-Grafik-Engine sein, die theoretisch alles kann, aber dann praktisch bei manchen Games aussieht, als ob es die letzte Schrott-Engine ist. Ja. Es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht, und ich weiß jetzt nicht, was das hier für eine Engine ist, ob das eine hauseigene Engine ist oder irgendeine lizenzierte, die man so frei auf dem Markt kaufen kann, wie auch immer. Die wirkt auf jeden Fall ein bisschen oldschool, aber sieht sehr schön aus. Gerne mehr davon, also wenn ich das Add-on hier irgendwann durch habe, wird es auch gar nicht so lange dauern. Und dann irgendwann hole ich mir das nächste Add-on. Wahrscheinlich auch wieder Güterzugverkehr, irgendwas anderes in den USA vielleicht. Vielleicht auch wieder Union Pacific. Das gefällt mir ganz gut, dieses bullige, starke Gütertransportgeschäft. Vielleicht aber auch irgendwas in Europa, in Deutschland. Deutsche Bahn Cargo gibt es ja auch noch. Das wäre auch noch sowas nach meinem Geschmack. Na, lassen wir uns mal überraschen. Und ja, wo wir gerade von alten Engines und so reden, dasselbe gilt ja natürlich auch für zum Beispiel OMSI 2, bin ich eigentlich auch großer Fan von. Das ist so alt und die ganzen DLCs und so, die es gibt, die ganzen Mods, das sieht alles nice aus. Das einzige Blöde ist, und deswegen spiele ich es im Moment nicht, ist, dass das Game halt, ja, dass es halt nicht mehr abgedatet wird, das Game, kommt zwar immer neue DLCs und so raus, aber das Spiel an sich wird nicht mehr abgedatet. So, hier ist grün, da darf ich langfahren, vielleicht bin ich aber ein bisschen schnell hier, das könnte sein. Ich weiß ja nicht, wie die
wie die das hier sehen. Aber scheint okay zu sein, mit 55 hier drüber zu bügeln. Von mir aus. So, hier ist wohl auch nochmal so eine Art Abstellgleis oder wie man das in der Fachsprache nennt. Rangiergleis, naja. Auf jeden Fall so um sie die ganzen DLC-Szenarien und Maps und so und Busse, alles geil und auch technisch. Also was man da machen kann, ist das schon ein Top, nach wie vor Top-Game, Top-Simulator. Aber ich habe das Problem, es fängt nach kurzer Zeit an zu ruckeln und dann werden Texturen nicht mehr geladen, weil halt einfach ein Buffer-Overflow ist, weil das Game aus dem Stand oder released wurde, als PCs 2 bis maximal 4 GB RAM hatten oder bei Games gebraucht haben und seitdem wurde halt nichts mehr weiterentwickelt. Das stört mich, aber es reizt mich zunehmend mal wieder, um sie auszupacken. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, meine Freunde, dann werde ich das auch tatsächlich wieder tun. Ja, man mag es kaum glauben. Also ich könnte mir mal grob für nächsten Samstag vornehmen, weil samstags habe ich im Moment nachmittags bis abends etwas mehr Zeit. Da kann ich dann auch, ihr wisst ja wahrscheinlich, ich streame viel. Und wenn ich nicht streame, habe ich halt im Real Life zu tun, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Also wenn sie nicht am Zocken sind, haben sie irgendwas im Real Life zu tun. Ob ihr jetzt streamt oder YouTube, weiß ich ja nicht, aber halt das mal aufs Zocken betrachtet. Und naja, auf jeden Fall, samstags ist ganz gut, aber samstags habe ich mir auch schon wieder viel vorgenommen. Oh, hier stehen ein paar Kisten und so. Ja, okay, warum nicht? Aber so ab und zu dann nochmal eine Folge um sie reinknallen, warum nicht? Ist machbar, ist möglich. Ja, warum sollten wir es nicht machen? Und ich kann mir auch unter der Woche immer mal ein, zwei Tage nehmen und vorher ankündigen, heute keinen Stream, dafür nehme ich YouTube-Videos auf und dann kann man das ja auch da mal unterbringen. Also ich denke, Omsi ist so ein Game, da kann man dann immer schöne YouTube-Folgen draus machen. Ja, das könnte man durchaus. So, der nächste Bahnhof. Ach Quatsch, Bahnhof, die nächste Ampel, was rede ich hier? So, die haben wir auch passiert, cool. Ah, das läuft ja wie am Schnürchen. Ich will es nicht übertreiben, sonst geht noch was schief, aber es läuft ganz gut. So, hier darf man immerhin noch 55 fahren, das ist auch ganz gut. So, hinten ist auch noch alles okay. Na, dann wollen wir mal sehen, dass wir hier die 55 drauf bekommen. Oh, da kommt ein Kollege angefahren. Aber das soll ja... Oh, guck mal, da kommt ja ordentlich... Da kommt ja ordentlich was raus bei dem. Der fährt wahrscheinlich hier auch auf Vollgas. So, Bahnübergang. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass der hier gehupt hat. Vielleicht macht man das nicht. Aber diese YouTube-Videos, die ich mir zum Lernen angucke, der Typ, der hier auch dieses Szenario spielt, der hat da immer gehupt. Also mach's halt auch mal. So, doppeltes Licht. Nee, einfach reicht. Ja, wie gesagt, die Signalspitze hier ist an. Der hat wieder diese kompakten Anhänger dabei. Kann man machen. Und wir haben halt hier unsere krasse Containerfahrt. Kann man natürlich auch machen. Machen wir ja auch. Muss gemacht werden. So, hier sind tatsächlich wieder 70. Okay. Ja, gut. So, was gibt's Neues im Funkgerät? Nichts. Not available, ja. Brauchen wir auch nicht. Hauptsache, wir können fahren. Da bin ich schon happy. Da freut sich der Jay. Oh. So, Kraftstoff ist halt auch noch voll. Wobei ich denke mal, die werden auch einiges an Kraftstoff fressen, wenn die hier so derbe Züge ziehen müssen. So, da wird wieder fleißig gefunkt und hier vorne kommt der nächste Bahnhof. Das sieht aber hier auch sehr grün aus. Oder was heißt Bahnhof, die nächste Ampel? So, da ein einsamer Farmer, ein einsames Farmergebäude. So, hier gehe ich dann immer ein bisschen vom Gas. Ich weiß auch nicht, so da vorne wieder der nächste Bahnübergang auf jeden Fall.
So, dann müssen wir mal gucken, wo wir hier den nächsten Cut reinhauen. Und vor allem, wo wir noch speichern. Hoffentlich fahren wir jetzt hier geradeaus. Alles andere wäre nicht so geil. Aber es sieht gut aus. So, der fährt hier schon langsam da lang. Okay. Hier 70, alles klar. So, wo genau will er eigentlich hin? Ach, der rangiert hier. Der ist vorgefahren. Dann wurde das Gleis umgestellt. Und jetzt, sieh mal einer an, fährt er hier zurück und hängt die Dinger an. Auch sehr geil. Also schöne Liebe zum Detail, so wie mir das gefällt. Ja, man sieht es ja hier am Rangieren. Tja, den hat er da hingestellt und fährt davor. So, jetzt fährt er dahin und nimmt den wahrscheinlich. Sehr schön, Leute. Auch hier rechts, ne? Da sieht man schon, hier wird gearbeitet. So, also hier wird gearbeitet, definitiv. Und da wird rumrangiert und auch gearbeitet, definitiv. Gut, dann haben wir das ja. Weiter geht's. So, oh, das ist aber noch ein ganz schönes Stück, meine Freunde. Das ist aber noch ein ganz schönes Stück hier. Ja, würde ich sagen, cutten wir irgendwann mal schön rein. Ich weiß auch nicht, ob ich dann die ganzen Parts so lang lasse oder auch nochmal cutte, weil vielleicht ist das ja für euch auch ein bisschen langweilig, hier die ganze Zeit einfach zu sehen, wie ich da lang fahre. Ich finde es auf jeden Fall sehr idyllisch und interessant und unterhaltsam, also für mich selber. Mir macht Spaß. Klar, die Strecke hier jetzt ist schon etwas länger, aber ist auch, glaube ich, die vorletzte Mission. Und ich denke mal, bei der letzten Mission wird es dann ähnlich sein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch nochmal irgendwelche guten Güter von A nach B fahren müssen. So, hier ist auch Signal okay, finde ich gut. Fahren wir weiter. Zack, das müsste jetzt wieder rot werden hier. Ja, okay, so langsam wird es etwas besser. Also zumindest von meinen Fähigkeiten und von meinem Basic-Wissen. Aber ich mutmaße nach wie vor, ich müsste mir da nochmal ein bisschen Mühe geben und mir noch ein bisschen mehr durchlesen. So, hier, was sagen wollte, schön links die Felder. Mir als alter Farmersmann gefällt das natürlich auch sehr, wenn man hier die Felder sieht. So, der nächste Bahnübergang. Der darf nicht fehlen, meine Freunde. Und dann muss ich hier irgendwie, boah, dann nochmal den nächsten Cut machen. Und mir dann nochmal ein Käffchen holen. Und dann mal schauen, ob ich hier noch die komplette Folge heute aufnehmen kann oder nicht. Je nachdem, wie gut wir vorankommen. Also, wenn ich mal überlege, wir haben jetzt nicht mal 10 Meilen runter und es sind noch 40, dann sehe ich zeittechnisch schwarz, aber abwarten. Ich will halt auch ab und zu mal hier kurz anhalten, um zwischenzuspeichern, weil man weiß ja nie, ob da nicht noch irgendwas passiert. So, was ist hier rechts? Wieder so ein kleines Lager mit irgendwelchen Kisten, sind es IBCs, könnte fast sein. So, der nächste Bahnübergang. Ja, sehr schön. Auch leicht gedämpfter Sound hier im Cockpit. Oder im Führerhaus. Führerstand heißt das, glaube ich, sogar bei der Bahn. So, da vorne wieder grün. Und hier war es gerade schön am Bimmeln. Da gucken wir hier nochmal. Ja, hier hinten auch alles gut. Das ist doch der eine Bahnübergang von vorhin. Also, wie gesagt, sehr langer Güterzug hier. Sehr lange. So, und jetzt mal nicht zu schnell fahren. So, jetzt geht's nach vorne, aber es ist auf jeden Fall noch ein Stückchen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ja, es ist noch ein Stückchen, meine Freunde. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen und auch sehen.
keine Ahnung, wie lange das jetzt hier noch dauert. Also in-game noch über eine Stunde. Ich weiß ja nicht, ob das in Real Life auch noch eine Stunde dauert. Lass uns überraschen. So, ich neige jetzt auch dazu, ein bisschen mehr Gas zu geben, wie man deutlich sehen kann. Aber es ist, glaube ich, auch keine super duper gute Idee. Naja, schauen wir mal. So, da sind wir hier schon fast am Limit. Also fast auf 60 km/h, meine ich. Und was ist da vorne? Ach, da könnte man gerade meinen, das ist schon in der Nähe, aber ist es natürlich nicht. Ja, trotzdem fahren wir einfach mal weiter. Also bis jetzt scheine ich sie ja ganz gut im Griff zu haben. Ich muss nur die Augen aufbehalten, dass da nicht irgendwo ein rotes Signal ist. So, wieder ein Bahnübergang. Oder dass hier mal ein Fußgänger auf den Gleisen steht oder am besten noch ein Fahrzeug. Das wäre dann natürlich auch nochmal fatal. So, hier kann man ja vielleicht auch gleich nochmal anhalten zum Speichern und zum Cutten. Ja, hier sieht es gut aus. Wenn wir dann hier gleich bei dem Bahnübergang durch sind. Da müsste auf jeden Fall noch einer kommen. Glaube ich. Dann könnten wir ja tatsächlich mal ein bisschen auf die Bremse treten. Und nochmal anhalten und hier ein bisschen zwischenspeichern. Ich denke mal, bis da von hinten der nächste Güterzug kommt, das dauert noch ein bisschen. So, was ist hier vorne? Keine Ahnung. So, wie sieht's hier aus? Da ist der besagte Bahnübergang, der in ein Feld reinführt. Naja, das ist dann wahrscheinlich eher für den Bauern. Ja gut, dann würde ich sagen, bremsen wir uns hier nochmal runter. Ja, lassen wir nochmal ein bisschen rollen für den Augenblick. Und was kommt da hinten? Weil tatsächlich, da kommt irgendwas. Ja komm, dann bremsen wir hier mal runter. Kann ja wahrscheinlich gar nicht schaden. Da ist ja rot, rot, grün. Also auch hier würde ich jetzt als Laie erstmal sagen, freie Fahrt für freie Lokführer, freie Fahrt für Güterlokführer, aber wollen wir mal so. Na, zack. So, da bremst das Ding schon ordentlich. Ja, es ist auch immer hier verzögert, ne? Also die Bremse, die läuft irgendwie progressiv, die geht an. Und dann, ja, komm, wir fahren mal weiter. Dann wird die immer mehr, immer mehr. Und wenn man sie dann rausnimmt, geht sie langsam zurück, Stück für Stück. So, erwartet hier. Gut, dann können wir jetzt natürlich hier nicht anhalten, weil der gute Mann, der scheint zu warten. Das ist ja auch nichts. Da vorne kommt schon der nächste Bahnübergang, so da rufen wir jetzt nicht, weil... Ja... Er steht ja ohnehin schon drauf. Wenn überhaupt einer gehupt hat, dann der gute Mann hier mit den Kesselwagen und dem Schüttgutwagen. Ja, ist das nicht so ein Zug haben wir doch vor ein paar Folgen auch mal rumrangiert. Wir hatten Kesselwagen, diese Schüttgutdinger und diese anderen, die so ähnlich heißen. So, und da fährt sogar schon der nächste. Naja, okay. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier durch sind, dann können wir auf jeden Fall mal ganz kurz anhalten. Sei denn, da wartet schon da hinten das nächste hinter uns auf uns. Und schaut mal hier, der hat auch ein ziemlich langes Ding.
Also einen ziemlich langen Anhänger da dran. Heftig. So, dann müssten wir da gleich die Ampel passieren und dann können wir ja für den Part hier schon mal, genau, das ist die Ampel, so, dann müsste jetzt gleich der Kollege auftauchen. Da kann man hier schon mal leicht reinbremsen, so hier. Nö, das ist sogar nochmal ein Übergang, ah ja. Ach ne, der ist schon weitergefahren, der Kollege. Glaube ich auf jeden Fall. So, leichtes Bremsen hier, ein bisschen progressiveres Bremsen. Ne, okay, da steht er so und jetzt hat er, glaube ich, gelb heißt, glaube ich, er darf weiterfahren. Hört sich auf jeden Fall stark danach an. Jetzt würde der hier jetzt weiterfahren. Das macht er, glaube ich, auch. So, gelöst. Gut, hier ist kein Hindernis. So, dann halten wir hier kurz an und saven mal. Ja, der fährt hier auf jeden Fall weiter. Man sieht es, er fährt jetzt hier auf unser Gleis. Also alles kein Problem. So, wenn wir jetzt nochmal hier zum Stehen kommen, das wäre super. Der bremst aber brutal langsam, hey. So, alles klar. Dann einmal speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. So Leute, weiter geht die Reise. Das Gute ist, ich habe mein Mikro gecheckt, es funktioniert, die Aufnahme läuft also so gesehen. So wie unser cooler Dieselzug hier. So, mal schauen, wie weit wir noch kommen. Also es ist schon noch ein Stück. Ich habe gerade mir mal noch mal ein bisschen was angesehen, was so passiert. Im Prinzip fahren wir fröhlich weiter bis zum Güterbahnhof durch oder bis zum Kunden oder bis zur Belade- oder Entladestelle. Na, ich denke mal, dass die Container da nicht leer sind, also... Also ich denke mal, wir werden hier einfach schön lang fahren müssen und das Ganze genießen. Wie er hier schon sagt, dies wird eine einfache, ereignislose Fahrt nach Topeka. Genießen Sie die Aussicht. So kann man es natürlich auch sehen und so kann man es natürlich auch sagen. Und so soll es natürlich auch sein, lieber ereignislos und einfach. Das ist genau nach meinem Geschmack. So, also wie gesagt, er ist hier beladen und wenn man sich mal anschaut... Was wir hier drauf haben, komplett doppelt gesteckte Container, wahrscheinlich voll bis oben hin. Das sind dann wahrscheinlich 40 Fuß Container. Und da geht schon was rein und die haben natürlich auch ihr Gewicht. Also viel Spaß, liebe Diesellok. Dann gib mal richtig Gummi hier. So, alles klar, ist auch grün, da zischt es schön und weiter geht's. Ja, mal schauen, wie weit ich heute noch komme. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Müssen wir mal abwarten. Ja, schöne Aussicht auf jeden Fall, wenn man hier links wieder diesen River sich anschaut oder ist es ein Lake? Ich weiß es nicht, aber es sieht schön aus. Es sieht
so aus, als könnte man da schön campen, schön angeln und eventuell, wenn es nicht so kalt ist. Es wird hier natürlich nicht angezeigt, wie kalt es ist, aber es sieht hier nach Herbst aus, also so warm wird es nicht mehr sein. Allerdings im Sommer und vielleicht auch für die Hartgesottenen durchaus eine Möglichkeit, da schwimmen zu gehen. Wenn es da keine Krokodile oder so gibt oder irgendwelche krassen Strömungen oder so. Naja, aber am Rand geht das bestimmt trotzdem. So, alles klar, weiter geht's. Mit 70 dürfen wir hier langballern, was wir natürlich nicht tun. Aber ich denke mal 55, vielleicht teilweise sogar 60 durchaus möglich. So, wie sieht's hier aus? Grün. Okay. Okay, so. Dann haben wir das jetzt auch. Da ist wieder ein Bahnübergang voraus. Da möchten wir natürlich freundlich und dezent darauf hinweisen, dass wir hier mit einem Güterzug der etwas schwereren Sorte unterwegs sind. Hoffen wir mal, dass da keiner kommt. So, noch ein bisschen mehr Schub. Wenn sich das auch Schub regt, dann steht er gar nicht. Naja. Gut, auf jeden Fall geben wir noch ein bisschen Gas. Man sieht es ja, wir geben schon 75% und der kommt nicht wirklich schnell aus den Latschen. Also ordentlich Gewicht drauf. Zwei Loks vorne dran zum Ziehen und noch eine hinten dran. Ich weiß halt nicht, ob die von hinten drückt oder ob die dann einfach, wenn wir am Ziel sind, zum Rangieren da ist. Ob das eine alleine überhaupt schafft, ist auch so eine Frage. Wir erinnern uns vielleicht noch an die allererste Mission. Da mussten wir auch erst nochmal eine andere Lok ankoppeln und dann zwei Loks an den Zug machen, weil da stand ja dann auch dabei, dass man mindestens zwei braucht. Sonst ist es zu schwer. Oder ich weiß nicht, ob es dabei stand, aber ich habe es schon mal irgendwo gelesen auf jeden Fall. Ich habe auch mal so über Güterzüge so ein Video auf YouTube gesehen, da war auch so ein Lokführer und da haben die auch gesagt, der braucht noch eine zweite. Sonst geht's nicht oder sonst gibt's nur Probleme. Deswegen habe ich mir das gemerkt, wenn halt hier zwei Güterdinger sind, also Loks, dann ja, hat das wohl schon seinen Grund. So, da ist auch nochmal ein bisschen Farmers Life. Und ja, wir fahren hier gechillt lang. Man sieht hier wieder so ein bisschen den Mond. Also was für Romantiker ist auch wieder dabei. So, hier der lange Zug, schön schlängelt er sich durch. Ja, da noch ein paar Ballen durch die Weiten der Natur. Natur pur also. Einfach schön, Leute. Einfach schön. Gefällt mir. Wie gesagt, ich muss unbedingt... Ja, unbedingt mal wieder testweise am Wochenende den OMSI 2 auspacken. Und vielleicht macht es ja wieder Klick und ich krieg nicht genug. Also ich weiß genau, dass mir der OMSI wieder Spaß macht, wenn er dann reibungslos einigermaßen läuft. Wenn er dann reibungslos läuft, das ist halt die Frage. So, nicht zu schnell. Hier 60, da vorne sind wieder Ampeln. Aber grün, noch, jetzt nicht mehr. So, dann geben wir hier wieder Stoff. Mit anderen Worten, wir geben Gas. Ist das ein Bahnübergang? Nein. Das ist so ein Schleichweg hier. Da haben sie sich quasi selber zum Pseudo-Bahnübergang umgebaut. Die Farmers, die da wahrscheinlich zu Werke gehen. Aber auch schön hier durch die Natur. Was soll ich auch anderes sagen? Ist einfach sehr angenehm. Und hoffentlich bleibt das auch so angenehm. Schön hier am Wasser vorbei. Das Wasser begleitet uns auf der linken Seite und auf der rechten Seite begleiten uns Wälder, Pflanzen und Felder. Also alles super.
So, hier ist auch wieder grün. Das passt doch wundervoll. Wunderbar. Hip, hip, hurra. Ganz genau so ist das. Ich könnte das natürlich jetzt alles runterschneiden in 15-Minuten-Video, aber ich glaube, wir schneiden die Parts so, wie sie sind, schön zusammen. Dann habt ihr auch was, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, hier zum Genießen. Ansonsten könnt ihr auch im Video vorspulen oder sowas. Ah, wir schauen einfach mal, Leute. Wir schauen einfach mal. Eventuell kürze ich hier und da noch ein bisschen. Das ist möglich. Ich habe für YouTube halt noch nicht... Also ich würde sagen, noch nicht so das Optimale gefunden, aber das kann man so auch nicht sagen. Ich würde sagen, ich bin noch nicht so erfahren mit YouTube, so rum könnte man es wahrscheinlich eher sagen. Und schon gar nicht so, ja, bei Simulationsvideos, da weiß ich halt auch nicht so, ob ihr dann wirklich ganz trocken alles sehen wollt. Übrigens hier auch wundervoll der Tankanhänger und die Ballen, die da liegen, also einfach toll, da kriegt man direkt wieder Lust auf den Farming Simulator. Yeah, so hier der Bahnübergang. Bitteschön, zack, 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 zack. So muss es sein und Gas geben. Okay, läuft echt gut. Keine Probleme, schöne Strecke. Allerdings, die Meilen, die werden nicht so schnell weniger. Aber ich hatte das ja schon angesprochen. Das wird ein langer Run und ich denke mal, die letzte Mission dann, also ich weiß nicht, ob ich mich verzählt habe, ob es noch zwei Missionen danach waren oder eine. Es könnte halt sein, dass danach noch eine ist, also eine auf jeden Fall. Vielleicht auch noch zwei. Ich glaube aber tatsächlich eher eine und ich nehme mal an, wir fahren jetzt hier gutes Zeug. Ja, hier ist, wow, guckt euch das an. Boom, wie viel. Das fahren wir jetzt da hoch und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir dann, oh, wir sind zu schnell, dass wir dann in der letzten Folge quasi von da oben wieder gute Güter zurückfahren in der, auf den anderen Bahnhof. So, hier ist wieder irgendwas für die Elektrizität. Okay, so, da, ja, ist auf jeden Fall schön. Also immer irgendwas los hier. Ups. Ah, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Nicht, dass hier die... dass hier gleich umspringt, wie man hier langfahren darf. So, also diese elektronischen Weichen, die werden vom Tower geschiftet. Das heißt, da kann ich gar nichts machen. Da muss ich mich drauf verlassen, dass die Dispatcher alles richtig machen. So, links und rechts frei. Gut. Und dann rollen wir weiter. Zwar nicht auf Chrom, aber auf gutem Eisen. Das heißt ja auch Eisenbahn. Wobei ich weiß nicht, ob die wirklich noch Eisen benutzen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Wahrscheinlich schon, aber keine Ahnung. Muss nicht sein. Kann auch einfach so sein, dass die den Ausdruck übernommen haben. Vielleicht nennt man es auch gar nicht mehr Eisenbahn, sondern nur noch Bahn. Und ich habe da was vergessen oder überlesen oder nicht mitbekommen. So. Auch hier schöne Fernverkehrstrucks, ne? USA-Style. Oh, hier ist rot, aber nicht für uns. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich hoffe, das gilt hier nur für das Nebengleis. Okay, sieht gut aus. So. Ich lasse hier einfach rollen, ohne Gas zu geben. Das ist schon... ist für meinen Geschmack schon schnell genug. Hier ist ja ein bisschen mehr los mit den Gleisen. Da muss man jetzt auch erstmal wissen, wie geht's hier lang und wo geht's hier lang und so weiter. So, hier darf man schon wieder 70 fahren. Da könnt ihr mal schauen. Da könnt ihr mal sehen. Aber ich roll hier nochmal weiter, weil... da vorne scheint eine Haltestelle oder sowas zu sein. Nicht, dass die mich hier in die Falle jagen.
auf jeden Fall hier schon eine etwas größere Angelegenheit, aber so, das scheint ja das Hauptgleis zu sein. Ach genau, wir sind ja von da hinten gekommen, auch in einer der anderen Folgen, und haben dann hier, ihr erinnert euch, was reinrangiert und abgestellt. Genau, das war der letzte Part und das war auch der Part, wo dann mein Mikrofon wieder funktioniert hat. Genau, da haben wir was reinrangiert und ich weiß nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch von uns hier ist. Das würde auch passen. Ich habe es ungefähr bis dahin gestellt. Es wäre schon lustig, wenn das hier noch von uns da reinrangiert wäre und wenn sich das Game auch genau diese Position... Oh, wir sind zu schnell, seht ihr? Und man hört es ja auch schon an den Gleisen, glaube ich, dass wir die gerade ein bisschen über beanspruchen. Ja, so jetzt aber. So, jetzt ist okay, seht ihr? Das habe ich halt gemeint, ne? Lieber schön vorsichtig. Was man auch, was halt echt cool ist. Ja, wie sieht es hier vorne aus? Nicht, dass ich jetzt hier was übersehe, ist auch wieder grün, schön. Da kommt der Kollege angefahren, supi. Ja, wie man halt hier mit Overspeed lang ist, und da hat man so diese so ein Schürfen gehört. Keine Ahnung, ob das jetzt an dem Overspeed lag, aber wenn es so war, dann auch wieder ein cooles Detail. Also wenn das auch in echt so ist, ne, dann waren die halt hier für 40 ausgelegt und wir sind ein bisschen heftiger da lang gefahren und dann, wie bei Reifen, die anfangen zu quietschen. Die quietschen ja auch nur, wenn man so überstrapaziert. So ist es vielleicht bei den Schienen hier, wenn man so überstrapaziert. Naja, auf jeden Fall, wir haben das Ding hier reinrangiert und schön, dass es da noch dasteht, wenn das denn von uns ist. Kann ja auch sein, dass jemand anders mittlerweile da das, was wir reinrangiert haben, rausgeholt hat und wieder was Neues reinrangiert hat. Das kann ja natürlich auch sein. Nun ja, wir fahren hier auf jeden Fall weiter. 40 noch erlaubt, also alles okay. So, wie sieht's hinten aus? Sieht gut aus. Genau, da sind wir damals von hier gekommen, da lang gefahren. Das übernimmt jetzt hier der Kollege. Ja, alles easy, kein Problem, könnte man auch sagen. So, und hier 70 heißt wahrscheinlich, dass man hier wieder 70 fahren darf. Ich weiß nicht, aber so in etwa würde ich das jetzt einfach mal readen. So, da ist also der Kollege, der wird da wahrscheinlich auch irgendwas rumrangieren, schätze ich mal. So ist das, Leute. Ja, so nicht anders. So, wieder ein Bahnübergang. Kurz mal angebremst, angehornt und nochmal vollen Stoff hier. Das macht man doch gerne als Güterlokführer. Und wahrscheinlich auch als ganz normaler Lokführer. So, hier immer noch 40. Das kann dauern. Aber, ja, wie gesagt, also wenn das stimmt, sind ja hier wieder 70 erlaubt. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ja, dann lassen wir es einfach mal hier laufen, das Baby. Ja, da hinten steht noch der andere Zug. So wie es aussieht, musste der wohl da anhalten. So, Achtung. Und dann hier 60. Naja, schneller als 60 wollte ich sowieso nicht fahren. So, noch keine 70. Gut, dann heißt das vielleicht was anderes. Wobei, es würde ja durchaus schon Sinn ergeben. Oder man darf hier erst 70 fahren, wenn der komplette Zug in dem Bereich ist. Könnte natürlich auch sein. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Nö, immer noch 40. Ja gut, es ist auch nicht der komplette Zug drin. Ah ja, wir beschleunigen hier auf jeden Fall wieder leicht an und fahren weiter.
Ah, und hier wären dann 60 laut dieser Markierung, aber auch da keine Ahnung. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ach, das war doch dieser Hulli-Mann. Genau, mit dem Anhänger. Entweder ist da Gülle drin oder Wasser vielleicht. Ja, oh, jetzt sind 60. Okay, komischerweise. Naja, gut. Da will ich mich natürlich nicht beschweren. 60 kann man auch nehmen. Guck mal hier, ein Non-Hauber. Einer ohne Haube. Sehr europäisch angehaucht. Ja, warum nicht? So. Okay, dann geben wir jetzt mal Gas. 60 erlaubt. Also warum fahren wir dann nicht auch 60, meine Freunde? Stimmt's oder habe ich recht? Sag ich ja. Ah, auf die 60 muss man auch erstmal kommen. So, wieder ein Bahnübergang. Kein Problem für unser Horn. Oder auch, ich würde es auch einfach mal Hupe nennen. So, dann sollte auch der Letzte Bescheid wissen. Und da sind dann wieder 70. Okay, hier ist eine Ampelsignal. Da gehen wir sicherheitshalber auch nochmal runter. So, dann nochmal einmal. So, auch hier sollte es klar sein. Haben die hier vielleicht sogar Schranken? Nö. Aber nicht so schlimm. So, hier hinten ist auch alles frei. Cool. So, dann kann es ja losgehen. Bei der Gelegenheit schauen wir doch mal, wie weit es noch ist. Tatsächlich sieht das so aus, als wäre das machbar. Tja, so ein alter, verlassener Überweg, na gut, für die Farmers-Leute halt. Ja, ich würde sagen, wir machen irgendwo hier demnächst, vielleicht nach dem Bahnübergang, den nächsten Break. Was haltet ihr davon? Das wäre doch ganz vernünftig, oder? Mhm. Sehe ich auch so. Habe ich wieder Bahnübergang gesagt? Ich meine natürlich die Ampel. So, in der Hoffnung, dass wir hier... Ah doch, da kommt ein Bahnübergang. Ja, da ist Verlass drauf, Leute. Auf den Bahnübergang. Also es sieht wieder hart nach dem Bahnübergang aus. Ich lege mich da fest. Oh. Oh, sind die hier rot oder sind die in die andere Richtung? Okay, in die andere Richtung. Ich glaube, dann habe ich nichts zu befürchten. Ja, alles klar, so. Das wird etwas dauern, aber dann halten wir hier nochmal an und dann... Oh, schon wieder Bahnübergang. Ja gut, dann wird hier doch nichts mit anhalten. Wie gesagt, immer am Bahnübergang anhalten, ist ja auch nicht so butterweich und cremig. Und da kommt der nächste. Ja, das Land hier der Bahnübergänge, meine Freunde. Also ich würde ja auch gerne einfach speichern während der Fahrt, aber mir wurde davon im Steam-Forum abgeraten. Und ich kenne das ja aus Flugsimulatoren, wenn es da mal eine Speicheroption gibt, was nicht oft der Fall ist, dann und du speicherst den Flug, dann
Und du lädst den dann wieder, gibt es meistens Mord und Totschlag danach, weil es einfach nicht richtig lädt. Deswegen kann ich durchaus verstehen, warum man hier auch nicht in der Fahrt speichern soll. Aber vielleicht haben die das ja mittlerweile per Updates auch verbessert, wer weiß. Müsste ich vielleicht nochmal irgendwann nachfragen oder nochmal ein bisschen im Internet suchen. Vielleicht sind da ja irgendwelche Beispielvideos, wo man sieht, dass das nicht sehr geil ist. So, der nächste Bahnübergang, super. Gut, dann haben wir den auch hinter uns gelassen. Auch hier und da wird es wieder rot. Genauso gefällt mir das. Ja, eine richtig schöne Strecke hier. Eine richtig schöne Strecke. So, hier könnte man ja anhalten, wenn der Zug nicht lang genug, also wenn der Zug nicht zu lang ist. Ja, jetzt ist es auch gar nicht mehr so weit. Warten wir es mal ab. Aber ja, wobei, da kommt schon wieder die nächste Ampel. Ich weiß nicht, heißt es auch, das ist ein Bahnübergang, nicht zwangsläufig. Das heißt eigentlich nur, da ist eine Ampel, right? Ich würde sagen, right. So, dann hätten wir ja, glaube ich, erstmal alle Bahnübergänge hinter uns. Dann halten wir doch hier mal an und machen hier den nächsten Break rein. So, erstmal das Signal überwinden. Genau, eine Ampel heißt, glaube ich, Signal im Bahnverkehr. Und vielleicht auch in Englisch. Signal. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht so. Da habe ich da schon wieder den nächsten Bahnübergang gespottet. Sieht so aus. Ja, man muss halt auch erstmal ein schönes, ein schattiges Plätzchen finden hier zum Anhalten. Wenn hier ein Signal das nächste jagt plus Bahnübergänge, ja, dann wird es natürlich schwierig. Naja, vielleicht ja jetzt, aber wie oft habe ich das schon gesagt? Oh, der nächste Bahnübergang. Jetzt wollte ich hier gerade anhalten, Leute. Ich könnte ja auch einfach mal während der Fahrt speichern, aber lieber nicht. Es wäre aber natürlich sehr geil, wenn das während der Fahrt auch geht, aber gleich zwei Leute oder so haben mir davon abgeraten. Einer hat gesagt, auf keinen Fall, egal was passiert, niemals während der Fahrt speichern. Ich glaube das jetzt erstmal.
So, der nächste Bahnübergang. Ja, ich sehe schon, wir kommen hier kaum dazu, einen Break einzulegen. So, hier könnte man ja jetzt mal anhalten, das machen wir jetzt auch. So, ganz leichtes Anbremsen hier. Oh, da kommt auch schon der Zug angerauscht. Zack, schön. Schön, wie er da angerauscht kommt, nicht wahr? So, da vorne ist dann auch wieder irgendwas ganz Wichtiges. Ja, ganz, ganz toll. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit dem Bahnübergang? Genau, da kommt noch einer. Zuerst mal die Bremse kurz nach rausgenommen, so. Dann lassen wir nochmal einen Moment hier rollen. Ja, weil da kommt ja schon der nächste Bahnübergang. Hey, wer hätte das gedacht? So, jetzt können wir hier richtig die Bremse reinhauen. Aber wenn die dann auch mal anschlägt, was sie nicht tut. So, jetzt. Dauerbremse verzögert. Ja, verzögert heißt in dem Fall nicht, dass er zu spät kommt, sondern heißt, dass er hier anhält. In dem Sinne, einmal gesaved und wir sehen uns in der, ja, in der nächsten Folge. Bis gleich. So, meine Freunde, dann geht's hier mal munter und kunter weiter. Mal sehen, ob wir bis zum Ende durchziehen oder ob wir es nicht ganz schaffen heute. Das wäre natürlich super, wenn es klappt. Aber die Zeit ist eng. Wenn nicht, kommt der nächste Part dann halt die Tage. Ist doch kein Problem. So, dann nochmal einmal hier angehupt. Sicher ist sicher, so. Und weiter geht's. Aufgabe. Halten Sie hier, okay. Ah, ich sehe schon, da muss man hier wieder reinrangieren. Und wie gesagt, hier sind wir, also ja, nicht mehr so weit, aber ihr wisst ja, es kann allerhand lustige Köstlichkeit passieren. So, nicht zu viel Gas geben, sonst reißt noch was ab, wurde mir zumindest gesagt. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf. So. Ah, hier sind wir auch schon mal vorbeigefahren. Heute stehen sogar drei Anhänger zur Beladung da. Auch nicht schlecht. Oder auch vielleicht zur Entladung, aber es sieht eher nach Beladung aus. So, und da vorne der nächste Bahnübergang. Wer hätte das gedacht? Schon wieder einer. So, wie sieht's hinten aus? Wie immer, sieht gut aus. Wie sieht's vorne aus? Sieht auch gut aus. Weiterfahren. Oh, 75, so, ich glaube, hatte ich schon mal 88%. Ich glaube, fast noch nie. Da geht er jetzt ab hier wie Schmitz Katze. Also zumindest müssen jetzt hier die Dieselaggregate ordentlich pumpen. Ah, also gut, die Tanks sind voll, deswegen macht sich das jetzt nicht
zu sehr, zu negativ breit hier bemerkbar, zu sehr bemerkbar beim Kraftstoff. Aber ihr seht ja, ist schon ein bisschen was rausgenuckelt worden. So, das ist hier auch grün, okay. Und da hinten kommt schon wieder ein Kollege angefahren, von mir aus sehr gerne. Und ja. Hoffen wir mal, dass hier auch von den Gleisen Dispatcher technisch alles gut eingestellt wurde. Also hier sollten wir wahrscheinlich nicht nach links fahren. Puh, da kriegt man schon ein bisschen Angst, ne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht so, alles klar. Der kommt wahrscheinlich genau von dort, wo wir wiederum hinfahren. Nächster Bahnübergang. Ah, da waren es noch 15 Meilen, also. Ich würde mich ja freuen, wenn wir das heute noch unter Dach und Fach kriegen, Leute. Aber ja, jetzt auch nicht übertreiben. Die 15 Meilen muss man auch erstmal runterspulen und vor allem keine roten Signale überfahren oder irgendwo zu schnell fahren oder vielleicht dann bei irgendeiner Weiche falsch abbiegen, sag ich mal so. Jetzt konzentriert bleiben, weitermachen. Immerhin kann man ja noch 70 fahren. Ich denke mal, das ist Top Speed. Also ja klar, also für diesen Zug hier ist es definitiv Top Speed, aber ich denke mal, auf der Strecke hier und vielleicht auch komplett überall darf man ohnehin nicht viel schneller fahren, aber reicht ja auch 70 mph. Sind schon für meinen Geschmack schnell genug, vor allem mit so einem heftig langen Güterzug hier. So, wieder ein Übergang. Schön. Ja, also wenn ich so auf die Zeit schaue, bei mir auf die Real-Life-Time, dann wird es sehr eng. Ich glaube, ich werde es fast nicht mehr schaffen. Das ist wirklich schade. Ja, vielleicht mache ich dann den letzten Part heute Nacht, wenn ich wieder zu Hause bin. Wobei, da bin ich bestimmt gar nicht mehr so motiviert. Auf der anderen Seite wiederum, so lang geht es ja hier auch gar nicht mehr. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, wie die ganze Zeit. Wir schauen eigentlich permanent am laufenden Band, nicht wahr? Also hier ist es nicht mehr weit. Aber die Zeit geht mir aus. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Deswegen break ich hier jetzt mal runter. Und speichere dann hier nochmal und dann geht es hier weiter. Oder, ach, ziehen wir halt nochmal kurz durch.
mal, wobei es wird zeitlich echt eng. Nee, also nach diesem Bahnübergang hier werde ich dann tatsächlich speichern und dann werden wir den letzten Part wohl... Ach ja, keine Ahnung, vielleicht heute Nacht aufnehmen. Wobei, wenn ich überlege, ich wollte heute eigentlich auch nur Part 1 aufnehmen. Jetzt habe ich fast alles aufgenommen. Ja, schon heldenhaft. Ehrenmannmäßig. So, da vorne, ja, das ist der nächste Bahnübergang. Wer hätte das gedacht? So, komm, dann lassen wir hier ein bisschen laufen. Und wenn dann nicht direkt der nächste kommt, ja, dann lasst uns noch mal hier kurz anhalten. Was ist das da vorne? Keine Ahnung. So, wie sieht es hier hinten aus? Ja, sieht gut aus. Der rollt er schön. Da rollt er schön lang. So, was ist hier vorne wieder? Ja, ausnahmsweise mal nur eine Brücke und kein Bahnübergang. Wer hätte das gedacht? So, gut. Da kommt noch irgendwo ein Bahnübergang. Da hinten kommt er. Okay. So, was haben wir hier vorne noch für eine Überraschung? Tatsächlich glücklicherweise gerade noch keine. So, müssen wir hier gleich den zweiten Bahnübergang... überqueren und dann kommt hier natürlich der dritte Bahnübergang. Mann, Mann, Mann. Also ich will auf keinen Fall beim Bahnübergang halten. Aber was soll man machen? Wobei dieser andere Zug, wenn ihr mal überlegt, sogar zwei oder dreimal heute, die haben auch bei Bahnübergängen gehalten. Also, jo, es muss jetzt einfach sein. Bremse rein. Und langsam runtergebremst hier und dann speichern wir im Stand und dann kommt der letzte Part. Ja, heute Nacht vielleicht, meine Freunde, oder morgen früh oder morgen nach dem Stream, keine Ahnung. Ich hoffe mal, ich werde morgen Zeit haben zum Streamen, meine Freunde. So, Dauerbremse, Verzögerung, ah ja, klar doch, why not, sage ich mir. So, dann lassen wir es auch nochmal hier kurz ganz ehrenamtlich bimmeln. So. Oh, auch hier das Bimmeln ist ein ganz anderes. So, ich denke mal, man darf hier mit dem Zug tatsächlich am Bahnübergang halten. So, das machen wir jetzt auch. Weil mir die Zeit ausgeht und dann machen wir hier an der Stelle halt nochmal einen sauberen Cut. So, einmal gespeichert, zack, ja bitte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, moin ciao. Leute, weiter geht die Reise. Bald haben wir es geschafft, noch 10 Meilen und dann ist alles cool. Da ist wieder so ein kleiner, feiner Bahnübergang. Aber wir haben das Horn schon erfolgreich angeschmissen.
So, die Kollegen wieder auf dem anderen Gleis unterwegs hier. Oh, der hat diesmal dieselben Sachen drauf wie wir. Schöne, schöne Container hier. Ja, und schaut mal, wir fahren hier mit ordentlich Dampf, aber kommen kaum voran. Ja, ich würde sagen, der hat ebenfalls 40 Fuß double gestackte Container hier am Start. Ja, gut, soll er mal machen, nicht? Guck mal hier, der ist nicht mal auf der anderen Seite von unserem Zug angekommen. So lang sind wir, echt krass. Da kommt er. Ja, mal schauen. Er wird ja wahrscheinlich auch nicht viel kürzer sein, denke ich mal. Ja. Und er hat auch hinten was dran. Ja, das wird schon seine Gründe haben, warum die hier alle auf beiden Seiten Lokomotiven haben. So, nächster Bahnübergang. Und jetzt sind wir immerhin schon wieder auf 42 mph. Ja, dann schauen wir mal. Ja, schauen wir einfach mal, wie lange das hier noch geht. So, da ist er durch. Mach's gut, Kollege. Und wir, kommt auch wieder einer. Ja, wir fahren weiter aufs Ziel zu. Der nächste Bahnübergang. So. Oh, da wohnen sogar Leute. Eine Residential Area. Kann sogar sein, als wir in einer der letzten Folgen von der anderen Seite gekommen sind, dass ich gesagt habe, oh, wie schön, da würde ich auch wohnen. Sieht sehr gechillt und gemütlich aus. Ja, vielleicht habe ich das sogar gesagt. Kann man jetzt nur mutmaßen. Müsste man sich die anderen Videos auf YouTube von mir reinziehen. So, nächster Bahnübergang. Okay. Ja, einfach schön. Na, da hinten sind welche. Cool. So, kurz mal 100%. Mal gucken, was die Kiste hergibt. Ach, dann jetzt, boom, Motorschaden oder sowas. Ja, die gibt auf jeden Fall jetzt schon gut Gas hier. So, mal gucken, nicht, dass hier drin irgend so ein Alarm oder sowas ausbricht. Man weiß ja nie. Ich bin ja noch hier ganz neu in der Materie, also... Ja, keine Ahnung. Ob das gut oder schlecht ist und ob da irgendwas passiert oder nicht. Oh. Und siehe da, der nächste Bahnübergang. Sind wir echt schon auf 60 fast. Wow, also das ist richtig schnell. Wir geben auch übrigens Vollgas. Ja, jetzt ist schon etwas mehr Kraftstoff hier wieder verbraucht. So, wir sind was? Okay, wieder volle Kanne. Kann man hier durchziehen, aber wir kommen gar nicht auf 70, selbst wenn wir wollen. Also ich weiß halt nicht, ob das schlimm ist, wenn wir jetzt hier auf Dauer fahren mit Marzipan. Ja, da schnauft er schon gut so. Ich gehe mal hier vom Gas ein bisschen chillen. Ist ja nicht mehr so weit. Nicht, dass hier noch was Schlimmes passiert, meine Freunde. So, das sieht mir hier irgendwie so aus, als würde hier bald der Speed runtergehen.
Okay, noch schlägt die Uhr 70. So, der nächste Bahnübergang. Okay. Für einen Feldweg. Oh, und hier sind 60. Okay, seht ihr? Wenn das hier einigermaßen stimmt, dann sind hier 60. Ja, und dann wollen wir aber jetzt auch mal nicht mehr aufs Gas treten. Aber hey, wir haben keine 60. So, nächster Übergang hier. Schön über den River. Ratsch, ratsch, ratsch. Ja, da lassen wir es ordentlich rollen. Und was ist das hier? Steht da 68? Ich kann es gar nicht richtig sehen, aber viel schneller wollen wir jetzt auch nicht werden. 60 und sind das auch 60? Keine Ahnung. Naja, wir lassen auf jeden Fall mal rollen. Es ist nicht mehr so weit, meine Freunde. Das wird doch hier immer weniger, oder? Was heißt das hier? Das ist keine Ahnung. Also auf jeden Fall zu schnell heißt das. Oh, hier ist rot, oder? Das eine ist rot, das andere nicht. Oh, okay, das scheint noch in Ordnung zu sein. So. Heißt es hier 26? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht so richtig lesen, ehrlich gesagt. Das könnte auch 30 heißen, oder sind es irgendwelche speziellen Sonderprofi-Zeichen? Ich weiß nicht. So, jetzt wird es spannend. Was wird er uns hier jetzt gleich präsentieren? Und was ist das für ein großer Fluss da? So, und was schlägt die Nadel? Oder was sagt das hier? Vielleicht ist auch das hier erst wichtig. Ich weiß es nicht. So, wie sieht es eigentlich hinten aus? Hinten sieht es wieder gut aus. Und wie sieht es hier vorne aus? Oh, hier sind 30. Also das kann ich hier überhaupt nicht erkennen, was das heißt. Oder das hier. Auf jeden Fall sind hier 30. Ja, dann. Dann sind wir ja hier auf einem guten Weg. Genau am Limit. So, jetzt wird's langsam spannend. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht da irgendwo anhalten müssen bei diesem etwas größeren Industriekomplex. So, das sieht ja auch wieder nach einem Bahnübergang aus. Und das wird auch so sein. So, Achtung. Oh, und hier dann 15. Mal sehen, ob das jetzt auch stimmt mit den 30. Oh, es ist doch kein Bahnübergang. Ha, da habe ich mich ja gut blamiert, ey. So, wie sieht's hier aus? Undefinierbare. Gut, die war einmal so und jetzt so. Alles klar, so runter auf 15. Oh, jetzt sind wir schon zu schnell. Krass, wieso? Hier ist doch. Hm.
komisch. Also das heißt, 15 ist dann ab hier und nicht ab da, oder wie? Na gut, dann lassen wir erst nochmal rollen für den Augenblick. Aber ich könnte mir vorstellen, wir müssen hier gleich Weichen umstellen. Ja gut, ist noch ein bisschen. So, weiter geht's, Ladies. So, wir fahren hier geradeaus. Geradeaus. Neben Gleis 1. Hier, ja, geradeaus. Und dann aufs Nebengleis 1, hier, auf dieses. Ja, und, nee, keine Ahnung. Also. Ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, aufs Nebengleis 1. Komme ich da hin? Neben Gleis 1 ist das hier, oder? Also diese gelben. Dann passt ja alles. Ups. Oh, da kommt einer. Ach genau, das war diese eine Stelle. Da sind wir von der anderen Seite lang gefahren. Ja doch, das passt. Ja, von der anderen Seite sind wir gekommen, ich erinnere mich. So, hier jetzt rechts rüber und dann eigentlich nur noch geradeaus, oder? Hm, ja. Nach rechts, auch wenn hier grün ist, geht schon. Gut, so nochmal nach hinten schauen. Nach hinten sieht's gut aus und im Moment sieht's auch nach vorne gut aus. Oh, ich dachte schon, der biegt hier rechts ab. Da hätte ich aber einen Schreck gekriegt. Beziehungsweise da habe ich ja einen Schreck bekommen. Okay, also, wie gesagt, eigentlich in meiner Theorie einfach geradeaus jetzt. Geradeaus, 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 geradeaus eigentlich die ganze Zeit und dann kommen wir direkt drauf. Da hinten und dann müssen wir eigentlich dann irgendwann da nur noch anhalten. Ja und dann wird wahrscheinlich entweder in der nächsten Folge von uns direkt da rein rangiert. Oder ja, oder irgendein anderer Fahrer macht hier den Ansetzdienst, den Rangierdienst.
Fuck. Ja, also steht ja auch hier schon, wenn wir jetzt hier weiterfahren, kommen wir auf Topeka Rangier neben Gleis 1. Also wenn ich das hier richtig deute, natürlich nur. Aber es sieht doch ganz gut aus. Guckt euch dieses mächtige Ding an. Also ich weiß nicht, was es ist genau. Ich schätze, das sind Mega-Silos, in denen halt die ganze Ware hier drin ist. Also ich habe ja in der Add-on-Beschreibung gelesen, dass hier auf der Route viel für die Landwirtschaft, landwirtschaftliche Güter und Konsorten gefahren werden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, das sind Mega-Feldfrucht-Getreidesilos. Und vielleicht haben wir auch hier in unseren coolen gesteckten 40-Fuß-Containern landwirtschaftliche Produkte drin. Also muss ja eigentlich so sein. Also entweder wir fahren hier hin und die werden geladen, oder wir fahren hier hin, die sind voll und die werden hier quasi umgeschlagen oder eingelagert. So, also hier jetzt geradeaus, aber laut Weichenstellung und so. Na gut, gleich wissen wir mehr. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Ich muss unbedingt mal auf YouTube suchen, ob ich so eine, ob ich hier die echte Strecke finde, wie einer zum Beispiel mit der GoPro hier irgend so ein professioneller Güterfahrer gefahren ist und das aufgenommen hat. Und dann würde ich gerne mal sehen, wie authentisch das ist. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, also das wirkt auch schon so, dass das super authentisch ist. Alles. Und so wird es bestimmt auch sein. So, da lassen wir nochmal ganz kurz ein bisschen hier, ups. Ja, den hier ein bisschen fahren. So, da müssen wir halt, ich meine, man muss bedenken, der Zug ist sehr lang, wir können jetzt nicht hier mitten an dem Ding halten, wir müssen jetzt den Platz schon noch nutzen, bevor wir anhalten. Weil, wenn wir jetzt anhalten, versperren wir hier die Leute, die dann hier links rüberfahren wollen und so. Obwohl, hier kann man gar nicht links rüberfahren, das wäre dann das andere Gleis. Naja, keine Ahnung, aber wir würden halt irgendwas verstopfen. So, fertig, aus. Wir würden halt einfach was verstopfen, sage ich jetzt mal. Deswegen rollen wir hier einfach noch ein bisschen weiter. Oh. So, dauert ja nicht mehr so lang. Also wenn wir hier mit dem Ende vom Zug auf der Höhe sind, denke ich, wenn wir dann kurz danach dann zum Stehen kommen, wäre es ja gut, solange uns hier vorne der Platz nicht ausgeht, aber sieht ja eigentlich noch ganz gut aus im Moment. Ja. Genau, hier jetzt so langsam. Aber sicher zum Stehen kommen, oder kommt auch schon das rote Ding. Also wie gesagt, zack, bumm. Hier stehen wir gut und hier, zack, bumm, stehen wir auch gut. Da kann man gut rumrangieren, ein- und ausladen. Und dann wollen wir hoffen, dass die Mission jetzt abgeschlossen wird. So, Bremse ruhig reinmachen. Zugbegleiter, so weit zu diesem Teil der Reise. Wir sind tatsächlich vor der Zeit angekommen. Machen wir also eine kurze Pause. Ja, und selbst wenn wir nicht vor der Zeit, wie sie das nennen, angekommen wären, ja, dann wäre es halt ein paar Minuten später auch nicht schlecht. So, kurze Pause klingt gut. Für euch eine kleine, oder für euch eine etwas längere Pause. Kann noch ein paar Tage dauern, bis die nächste Folge online kommt, aber ich arbeite hart daran. In dem Sinne hat mich gefreut, dass ihr es euch angeschaut habt. Gerne dürft ihr ein Abo und einen Kommentar und ein Like, Daumen nach oben dalassen und eure Freunde einladen und ganz toll hier auch von meinem YouTube-Channel berichten. In dem Sinne, ich bin raus, macht's gut, ciao.